Und damit willkommen zurück hier bei Europa Universalis 4. Wir schauen mal nach, ob wir hier noch was Schönes finden. Jetzt nicht so schlecht. Ein bisschen mehr Militär wäre nicht so verkehrt, ne? Wir sind ja... genau, Limit. Sehr schön. Dann würde ich sagen, machen wir gleich auf Ava noch einen Anspruch. Anspruch fingieren auf Ava. Und jetzt müsste ich mal gucken. Das Bündnis auflösen. Dann mach halt nochmal fixe, schnelle, schnelle. Ja, das ist mir egal. Gut. Staatsehe muss man aufpassen, das kostet Stabilität, das ist dann natürlich tödlich. Es ist natürlich gerade die Frage, ich glaube, ich warte auch noch, bis unser neuer Herrscher da ist. Weil 5 militärisches Geschick, das haut halt schon rein. Das haut schon gut rein. So. Voll gern. Ihr zusammen. Dann kann man hier auch übrigens wieder auf normale Geschwindigkeit gehen. Und hier sind wir dann. Da. Genau. Ja, wir sind schon in der Feudalmonarchie. Gut, gut, gut. Ja, das hat mich da ein bisschen dann irritiert mit den ganzen Quests und Missionen und so, ne? Was kriegen wir eigentlich hier? Mindestens 10 Kavallerieregimenter. Das ist eigentlich auch nicht schlecht. Weniger als 20 Städte. Oh, die haben auch derzeit gute Probleme. Oh, das wird so schön reinlaufen. Mm. Habe ich eigentlich schon mal gesagt, dass ich das Spiel liebe? Absolut. Mm. Soll ja jetzt ein 4x-Strategiespiel rauskommen. Das soll ja spielerisch ungefähr so sein wie eben hier Europa Universalis, was ich schon mal richtig krass finde. Und wir sind übrigens im Ersten Krieg. Das Schöne ist, die Pfeifen können doch nicht mal zu mir herkommen. Das finde ich jetzt aber... Also das ist schon irgendwie... Also das ist blöd gelaufen für euch, ne? Ja, stimmt. Die kommen da nicht durch, da nicht durch. Ja, die können die Bauern hier... Das bedeutet, wir können hier unseren Spaß haben. Ich wollte gerade sagen, solange meine Leute jetzt nicht hier einmal durchlaufen, sollte das gehen. Wir werden sie komplett natürlich überrennen, ist klar. Es wäre jetzt eher wahrscheinlich schlauer, das zu machen, aber hey, schlaue Sachen ist langweilig. Wir haben auf alle Fälle die Schlacht gewonnen. Die haben auch nur 1 verloren. Die haben meine Handelsflotte angegriffen, die Säcke. Sowas aber auch. Ja, solange die da drüben beschäftigt sind, ist mir das eigentlich recht. Na komm, wir gehen gleich rüber. Nimm die Hauptstadt. Und gut ist. Seeblockade 100%. Das sind nur die 2. Okay, blankt. Super. Komm, gib mal her, dass wir das hier auch mal ein bisschen schön sehen. Geländenachteil. Ja, Fernkampf machen wir halt gute Bonis, ne? Das gefällt, das gefällt, das gefällt. Stopp, 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 stopp. Geh da hin, wenn sie ohne Moral sind. Ich meine, das ist nicht nett, aber ist egal, oder? Belagerung abstempeln. Abstempeln, ja. Belagerung abstempeln. Es gibt jetzt sogar einen Shortcut dafür. Gab's den schon immer? Ja, ich werde ihn nie benutzen. So, rüber nach Tosca. Ja, okay, Schiffe dahin. Geht da rein.
Ja, dann haben wir den ersten Krieg tatsächlich richtig schwer gewonnen, würde ich sagen. Ich habe vergessen, den Timer zu starten, was natürlich ungeschickt ist. Braucht doch den Timer. Ich habe doch ein Zeitgefühl wie eine, keine Ahnung. Geh da hin. Provinzverbesserung, ja. Gib mir mal Kyoto her. Da werden wir bestimmt noch was finden. Ein neuer Thronfolger ist gesichert. Den werden wir uns auch gleich anschauen. Ich meine, das ist jetzt so ein bisschen schade. Früher ist man halt rübergefahren. Vielleicht hatte Deutschmund, den ich noch installieren wollte. Man sieht, wie viel Grundsteuer das ist. Das macht es natürlich mehr Sinn, hier den lokalen Steuermodifikator zu machen. Ich mache es jetzt einmal allein. Das ist ja egal. Nach und nach will ich so oder so sämtliche Gebiete damit ausgerüstet haben. Dann passt das. 1, 3, 2. Ja, was soll's. Passt. Yoshi. Sowas aber auch. Nach Hause. Ja, Zermürbung. Wegen Einnehmen. So, ihr seid ja auch fertig. Nach Hause. Gold machen wir ganz gut aktuell. Anspruch fingieren auf das nächste Gebiet. Ich meine, warum soll ich bei einem aufhören, wenn ihr da oben dann gleich den nächsten... Achso, halt, die Schiffe müssen bleiben. Ja, es sind Kocken nur, also das ist nicht ganz so schlimm. Dann ist halt die Frage, wenn ich die direkt annektiere oder kriegerisch liebe, die Kernprovinzen erstellen, sind das teure Provinzen? 5, 2, also die beiden werden wir definitiv nehmen. Dann haben wir da schon mal keinen Stress mehr, das da hier, mal gucken. Machen die nur zu unserem Vasallen. Eieiei. Und dann ist der ganze Rest eigentlich auch gar kein Problem mehr. 60%? Warum so? Ach so, Hauptstadt. Okay, ja, Hauptstädte sind natürlich immer sehr teuer. Das auch mal ganz kurz zu zeigen. Hier unten der Kriegspunktestand, ne? Wir haben den Krieg erklärt wegen so. Sehr schön. Und je länger man das eben hält, desto höher tickt dann jetzt das, was ich leider nicht mehr sehe, der Kriegspunktestand. Und dann irgendwann gewinnt man jeden Krieg. Ja, man muss dann halt nur das so lange halten, wie es geht. Außer die Kriegsmüdigkeit treibt einen in die Ecke. Und da haben die doch schon sehr, 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 sehr viel. Okay, wir können den Frieden verhandeln. Verhandeln macht immer Spaß. Verhandeln macht immer Spaß. Also ich will das auf alle Fälle haben. Können die Nationen entlassen? Das macht es natürlich sehr einfach. Würden sie sogar zustimmen, dann können wir die einzelnen annektieren und dann... Passt das doch perfekt. Ja, japanischer Vasall machen sie natürlich dann nicht mehr. Forderung senden. Ach, ich Depp, ich hätte ja mal warten können, bis die Schiffe draußen sind. Okay, er nahm das Ganze an, wohl an. Was auch immer die da unten machen. Okay, sehr schön. So, die müssen jetzt einmal nach Hause. Schwarze Flagge bedeutet, sie können dann auf dem Weg dorthin nicht kämpfen. So, Diplomatie, Bündnis anbieten, senden. Aber bekam ich. Das bedeutet, hier brauchen wir auf alle Fälle eine Kernprovinz. Das sehen wir da. Kostet mich 82 administrative Macht, meinetwegen Unruhen, uninteressant, weil geht noch. Diplomatie. Wir haben keinen Diplomaten frei. Okay, das ist nicht schlimm.
Dann warten wir da einfach ein klein wenig. Die Flotte drivet hier rauf. Mein Militär muss sich dann zusammenschließen. Wir haben da ein, okay. Dann Bündnis anbieten. Perfekt. Dann bitteschön. Eine Staatsehe. Eine Staatsehe. 400.000 Mal halt alles klicken. Ich glaube, das waren die falschen Staatsehe. Weil die fehlt noch ein Bündnis. Nee, haben wir schon. Okay. So, dann. Akzeptieren. So, jetzt langsam. Okay, Beziehungen. Nee, jetzt richtig, bitteschön. Nippelungen. Ja, verbessern. Okay. Er fingiert einen Anspruch. Das ist in Ordnung. Den hier hätte ich dann gerne Dynastie. Einfluss. Wasserlision anbieten. Und dann müssen wir warten bis 10 Jahre. Okay, das ist noch normal geblieben. Ja, geht nicht so schnell, ne? Nein. Negativ. Schlecht. Die wollen so oder so nicht. Gut, wenn wir die da unten kriegerisch holen müssen. Müssen wir mal gucken. So, was war jetzt bei denen? Die haben halt, die haben ja gesagt. Die sagen zu einem... Ja, weil wir haben so oder so schon Dingenskirchen. Da braucht man nicht machen. Hier wollen sie es nicht. Gut, dann werden wir da ein bisschen aufpassen müssen in Zukunft. Mehr Truppen werde ich wahrscheinlich nicht brauchen. Wir können auf Jahren da drüben nicht mehr unseren Anspruch fingieren oder den Anspruch, den wir darauf haben, nicht weiter aufrechterhalten. Das ist nicht so tragisch. Okay, darauf noch und dann gucken wir mal. Ich muss da jetzt natürlich so ein bisschen Ordnung reinbekommen. Warum die Nein sagen, das ist eher so ein bisschen komisch, weil die sind, haben eigentlich ja nicht so viel Miete. Japan. Wir haben irgendwo ein Gebiet von denen. Ochi. Was soll denn das sein? Das kann ja eigentlich nur da sein. Hm. Das da gehört den. Ah ja. Das ist ja kein Problem, mein Gott. Das könnt ihr mir doch sagen. Hey, ja, das ist ja wohl also das Dämlichste, was ich je gehört habe. Jetzt ist mal das da hier. Wirtschaftsideen. So, dann können wir auch Ideen erforschen. Dann können wir hier oben nämlich mal weitermachen. Und für die Ideen brauchen wir 700 Macht. Und gut. Ah, dann
machen wir das einfach so. Zack, 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 zack. Wirtschaftsaktion ein. Winz verkaufen die hier für 0 Gold. Okay, weiter. Zack, so. Diplomatie, das so. Beziehungsaktionen, nein. Einflussaktionen. Also jetzt müssen ja diese 1000 Miese da weggehen und dann sollten wir dann auch hier unten... Wird ein bisschen dauern, okay. Nicht allzu schlimm. Hier oben sind wir. Mit wem seid ihr so verbündet? Mit... Keinen. Krieg erklären. Ja. Nee, 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 nee. Nicht alle, nicht alle, nicht alle, nicht alle. Bin doch nicht blöd. Das ist Sirishiri. Okay. Da rein. Gut ist. So. Meine Handelsflotte wird wieder mal angegriffen. Mann! Ich hätte das zumindest noch mal Schiffe arbeiten können. Hey, ihr Pfeifen. So. Sobald wir dann da drüben sind, gehen wir dann da rüber. Ich will nämlich die Flotte haben hier. Respektive, lassen die erstmal so, dann geht die Belagerung etwas schneller. Aber ist meins sehr gut. Okay, Diplomatie. Echt jetzt? Ihr seid doch solche. Na gut, okay. Wir werden das bekommen. Das war kein Fehler. Wirklich nicht. Minus 21 würde mir schon fast langen. Das war so ein schöner General. Echt mal, ey. Das ist der Hi. Ich glaub's ja gar nicht. Aber das wird sich noch erübrigen. Ja, ihr könnt da rübergehen, aber nicht mehr, nicht weniger. Ich hoffe, er bricht ab. Das wäre mir sehr lieb und recht, weil ich will hier kein Mali ihre. Ja, shit. Ich werde natürlich ein Mali erhalten. Ist ja klar. Scheiß Überquerungs-Mali da. Ja, das ist doch hier ein Kucke. Was soll das denn? Was soll das jetzt wieder? Mein Gott. Kabu ist blöd. Vor allem, weil ich's... Ich hätte noch nicht mal rübergehen müssen. Hey, vergrimmel die Angelegenheit. Darlehen wird bald fällig. Oh, das wird ein bisschen dauern. Waffenruhe endet. In Ordnung. Einheit für Nushti. Belagerung abspalten. Belagerung abspalten. Tja, Korea sieht uns nicht mehr länger als Rivale. Wir haben auch keinen Handelsdisput mehr mit Korea. Na toll. Yokomachi, okay. Der erste Yokomachi oder Bürgerstaat wurde 1500 erbaut. 22 Jahre zu früh. Oh mein Gott. Let's Play und Mathematik, das ist immer wieder so eine Sache. Händler, Handwerker und Samurai siedeln sich in diesen neuen Stadt, in diesen neuen Städten an, in denen es keine sozialen Unterschiede gab und keine Zuweisungen. Toyo, Tomi, Hini, Shudiru rief seine Alliierten Chincho, Chainomo, Daimo,
Daimo. Ich, keine Ahnung, was das ist. 1580 dazu auf, eine einzelne Burg zu verwalten oder eine an einen neuen zentralen Standort zu errichten. 1585 wurde Japan neu vermessen und neue Steuerklassen wurden basierend auf Feldqualität und Ernteertrag festgelegt. 5 Jahre später wurde das neue Klassensystem der Shinnokoso etabliert und das Land bringt den Besitz der Dynamos über deren Einkommen mit festgelegten Steuerraten des Landstrichs unter ihrer Herrschaft verknüpft war. Der Begriff Dynamo beschrieb nun einen territorialen Herrscher mit seinem Einkommen von wenigstens 10.000 Kuku pro Jahr. Mhm. Oha. Ja, dann bekommt das hier die lokale Festungsverteidigung. Warum nicht? Ich mache das gerne. Mensch. So, jetzt war ich bis oben der Krieg vorbei ist und dann denke ich, sind wir zeitlich auch gut dabei. Wir könnten die natürlich. Passt mal auf. Was ist. Pass mal auf vor allem. Ich spiele hier nicht mehr mit Dings. Portugal, wo ich das sagen habe können. Passt. Sie werden höchstwahrscheinlich akzeptieren. Mhm, das würden sie machen. Geschenk. Mich würde nur mal interessieren, wie teuer es mich kommen würde. 50. 75. Ja. Ich weiß aber nicht, ob das beim Annektieren helfen wird. Führen ja nationale Unruhen. Ich meine, wir sind immer noch ein Plus. Das ist gut. Wir sind immer noch ein Plus. Das ist gut. Ja, Pfeife, Elendige. Die steigern halt jetzt eigentlich nicht so vorne. Ja, das sieht man zwar eigentlich dann doch ganz gut. Ich hätte das mal vielleicht vorher machen sollen. Da wo natürlich jetzt hier das meiste an Plus zu holen ist, sollte man das natürlich eher machen. Also hier 023 zum Bleistift. Macht das natürlich Sinn. Okay. Lassen wir es mal gerade rennen. Nicht, dass der Part hier absolut zu lang wird. Machen wir mal das da. So. Langsam. Langsam. Trink langsam, ist kalt, ne? Oh. Gib mal den Kampf gerade her. Die haben ein Schiff verloren. Ich hab's ganz genau gesehen. Ich hab's ganz genau gesehen. Wir haben hier so... Ja gut, mit den Schiffen haben wir hier in Mali, ne? Hohe See hätte ich vielleicht mal dran denken sollen. Aber die haben hier natürlich nur Kocken, von daher. Aber ich habe jetzt auch ein Schiff verloren. Oh, 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 oh. Ja, so kann es gehen. Ihr habt sogar... ich habe ein Schiff verloren. Ich habe ein Handelsschiff verloren. Das ist natürlich jetzt eher schlecht. Warum sind da Handelsschiffe drin? Naja, gut, das haben wir nur noch gelernt. Ihr kommt dann wieder runter. Dahin. Okidoki. Dann würde ich sagen, machen wir hier gerade noch den Frieden. Hier mit Groß. Dann anfange. Und da... Ja, genau, wir werden Tribut anbieten. Dings. Hier, du wirst mein Vasall. Und in 10 Jahren gehörst dann deine Dings mir. Das will er gar nicht. So, weil Vasall noch drin ist, ne? Meine, so teuer ist das nicht. I hope it. Oh, wir müssen die
37, okay, das geht. 28, das geht auch. 28, das geht auch. Und dann müssen wir die nur noch missionieren. Es wird ein bisschen hässlich werden. Na, gut, okay. Wir werden es überleben. Wir werden es überleben, denke ich. Gut, dann soll es auch schon gewesen sein. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Baba.